Und dann schreibe ich dann willkommen zu endlich mal wieder einem Tech-Tutorial. Ja, erstmal vorab, ich wollte mich erstmal entschuldigen, dass am Freitag kein Video kam, denn da war meine Stimme ziemlich im Arsch und die ist jetzt immer noch ein bisschen im Arsch, deswegen wollte ich jetzt erstmal ein bisschen ein kürzeres Video bringen. Und deswegen habe ich mal einfach mir gedacht, ich bringe mal ein Tech-Tutorial, ja. Ich würde mal sagen, wir fangen auch direkt an. Heute soll es mal nämlich um den Autospawner gehen. Das ist doch alles ein bisschen komplexer, als man sich vielleicht jetzt auf den ersten Moment denken könnte. Denn beim Autospawner, da geht es einfach darum, dass man andere Mobs sozusagen spawnen kann und die sozusagen einfach klonen kann. Ich würde mal sagen, wir fangen einfach an, indem wir das einfach mal platzieren, diesen guten Autospawner. Dann können wir sie einfach mal schauen, was gibt es denn hier alles. Hier gibt es einmal einen Slot, wo man ein Item reinlegen kann, da komme ich gleich noch dazu. Dann gibt es hier einmal einen Button, zu dem ich auch gleich noch komme. Und hier seitlich sehen wir erstmal, was das gute Teil alles braucht, um zu laufen. Hier seitlich gibt es erstmal eine Energieanzeige sozusagen. Das heißt, hier müssen wir Energie einfüllen. Das können wir entweder die EU von Industrial Craft reinhauen, was ich sozusagen auch im ersten Tutorial hier gezeigt habe, beziehungsweise im zweiten Tutorial. Oder eben auch diese MJ, die man mit diesen Engines von Buildcraft produzieren kann. Dann gibt es hier seitlich diesen Work-Leisten-Dingens sozusagen. Das heißt, hier wird angezeigt, wie lange es, also wie er gerade arbeitet, dass er den nächsten Mob spawnt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären. Und hier seitlich ist dieses Idle-Teil, das ist sozusagen so ein Delay zwischen den verschiedenen Mobs, dass es gleich der nächste Mob spawnen kann. Ja, ist alles ein bisschen komplizierter, werden wir gleich nachher nochmal dazukommen. Und hier seitlich sehen wir noch eine Anzeige, da müssen wir die sogenannte Mob-Essenz reinfüllen. Das habe ich auch schon mal gezeigt, wie das ging. Das Ganze habe ich schon mal in einem früheren Tutorial gezeigt, wie man diese Mob-Essenz auch im Survival-Mode kriegt. Ich habe die mir in diesem Fall jetzt im Creative-Mode einfach gecheatet. Aber im Survival-Mode habe ich schon mal gezeigt, wie das geht. Dieses Tutorial ist hier auch nochmal eingeblendet. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Da kommen wir auch dann schon eben zu genau dem Teil, was hier reinkommt. Wir müssen irgendwie diesem Autospawner sagen, was er denn hier genau spawnen soll. Und das Ganze machen wir, indem wir hier sozusagen ein Tier in so eine Art Pokéball einfangen und das diesen Pokéball dann hier reinlegen. Diese Pokébälle sind an sich schon mal eine ganz feine Sache. Die heißen Safari-Netze, also Safari-Net auf Englisch. Crafting-Rezepte werde ich wie immer nicht zeigen, denn das könnt ihr ganz leicht selbst herausfinden. Nehmt ihr einfach mal bei Not Enough Items, wenn das bei euch nicht angezeigt wird. Also wenn ihr es so habt, dann drückt ihr einfach mal O. Dann wird euch das angezeigt, das gute Interface hier. Und dann sucht ihr unten einfach mal nach dem Item, was ihr haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie ein Autospawner gecraftet wird, dann sucht ihr hier unten nach Auto-Spawner. Dann wird es euch hier schon mal angezeigt und dann haltet ihr einfach eure Maus da drüber und dann drückt ihr einfach mal R. Und dann wird euch das Crafting-Rezept angezeigt. Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie man ein Plastik-Sheet craftet, was man ja für dieses Crafting-Rezept braucht, dann drückt ihr nochmal R auf über diesem Plastik-Sheet. Und dann wird euch das eben auch angezeigt, das Ganze geht auch weiter, hier seht ihr dann, hier müsst ihr was schmelzen und so weiter und so fort. Es gibt eben diese Safari-Netze und mit diesen kann man sozusagen einfach Tiere einfangen wie in Pokébällen. Das können wir das Ganze mal mit einem Schaf hier ausprobieren. Wir klicken einfach mal rechts auf ein Schaf drauf und das gute Teil wird jetzt in diesem Safari-Netz eingefangen. Man sieht jetzt auch, das Safari-Netz hat sich jetzt ein bisschen verändert von der Farbe her. Und wenn wir jetzt mal da drüber halten, dann sehen wir hier drin ist ein Schaf, hat Health 6 sozusagen, 6 halbe Herzen oder 3 Herzen und hat graue Wolle. Das wird jetzt hier alles angezeigt eben und wir können das Ganze jetzt wieder freilassen, indem wir wieder Rechtsklick machen. Ja, das Ganze ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Wir wollen damit vielleicht auch nicht nur Schafe fangen, sondern vielleicht auch gefährlichere Viecher, wie zum Beispiel Geister, also Ghasts, wie auch immer man die nennen will, im Nether. Oder Blaze oder was auch immer. Irgendwas, was eben nicht so leicht zu fangen ist. Und dafür gibt es sozusagen diesen Safari-Net Launcher, kann ich ja nochmal zeigen, so wird er geschrieben. Und damit können wir diese Safari-Netze eben schießen. Wir brauchen die einfach nur im Inventar irgendwo. Wenn wir es damit Rechtsklick machen, dann schießen wir die und damit können wir die genauso fangen. Das Ganze geht auch wieder mit Freilassen. Wir können die auch einfach so mit diesem Safari-Netz-Launcher eben so wieder freilassen. Das wollen wir jetzt natürlich nicht. Wir nehmen uns unser Schaf direkt wieder zurück in den Safari-Netzball. So, zack, ist er wieder drin. Und das Ganze machen wir jetzt einfach, indem wir jetzt hier einfach draufklicken und setzen jetzt einfach das Safari-Netz hier oben rein. Dann weiß jetzt sozusagen dieser Autospawner, ja, wir sollen ein Schaf spawnen. Und mit diesem Teil hier unten, da können wir jetzt Folgendes festlegen. Wenn wir hier spawn exact copy, das heißt sozusagen, soll es eine exakte Kopie spawnen. Das heißt, ein Schaf, was, wenn das hier auf Ja gemacht ist, dann spawnt es nur noch genau Schafe, die graue Wolle haben. Wenn es auf Nein ist, dann spawnt es alle möglichen Schafe. Also auch Schafe mit schwarzer Wolle, mit
weiße Wolle, was man so alles in der Wildernis findet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar andersfarbige Schafe spawnt. Mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit dann auch die pinken Schafe, weil die gibt es ja auch manchmal in der Wildernis. Aber das geht jetzt gar nicht zum Thema. Ja, ich würde mal sagen, wir brauchen hierfür genau eben Mob-Essenz. Wie gesagt, schon mal in einem anderen Tutorial gezeigt. Dafür werde ich mir jetzt einfach mal ein paar Waterproof-Pipes holen, um das ganze Zeug hier einfach mal rüberzuleiten. Dafür würde ich einmal, brauchen wir einmal die Wooden Waterproof Pipe und einmal die, eine Golden oder eine Stone Waterproof Pipe. Ich nehme nochmal eine Stone Waterproof Pipe. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Redstone Engine, um das ganze Zeug hier raus zu ziehen. Das habe ich natürlich auch schon alles in anderen Tutorials gezeigt, deswegen gehe ich jetzt da nicht so genau an. Und einen Hebel habe ich schon im Inventar. Perfekt. Wir platzieren jetzt hier einfach die Wooden Waterproof Pipe und die Stone Waterproof Pipes. Habe ich jetzt gerade ein bisschen wenig, ich habe jetzt nur ein einziges Stück geholt. Platziere einfach mal so hin und jetzt haben wir eine Verbindung. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Redstone Engine und aktivieren den jetzt mit einem Hebel. So. Genau, jetzt sehen wir, jetzt wird hier das Zeug hier rausgezogen, die Mob-Essenz, und wird es hier eben reingeleitet. Das Ganze müssen wir jetzt natürlich noch bepowern, das Zeug. Wie gesagt, entweder mit normalem Buildcraft-Strom oder eben mit diesen Engines. Ich habe mich jetzt in dem Fall einfach der Einfachheit halber für Buildcraft-Strom entschieden, und zwar für Solarzellen. Das können wir jetzt natürlich mit Kabeln verbinden. Ich werde für meinen Teil jetzt einfach mal hier eine Solarzelle daneben platzieren. Und wenn es dann auch irgendwann mal wieder Tag ist, ist eigentlich Tag. Okay, ich stelle trotzdem mal auf Timeset 0. Da sehen wir es hier auch gerade schon, es werden angefangen, Schafe zu spawnen. Und das gar nicht allzu knapp. Wir haben es hier natürlich auf Spawn Exact Copy No gemacht. Das heißt, es werden jetzt alle möglichen Schafe gespawnt. Und unsere ganze Welt wird immer weiter überfüllt. Und es verbraucht jetzt eben diese Mob-Essenz, wie ihr vielleicht hier seht. Oh mein Gott, was haben wir getan? Ja, wie ihr euch sicher vorstellen könnt, könnte das Ganze irgendwann mal ein bisschen zu einem Problem werden, wenn das einfach so weiterläuft. Und deswegen können wir diesen Mob-Spawner ganz einfach deaktivieren, indem wir hier einen Hebel dran platzieren und den dann anschalten. Dann wird sozusagen dieser Mob-Spawner unterbrochen, und wenn wir jetzt... Oh nein, ich hab's noch die Solarzelle geplatziert. Nein! Ja, auf jeden Fall, wenn wir jetzt hier einen Hebel dran platzieren und den anschalten, dann wird dieser Mob-Spawner unterbrochen. Das sehen wir jetzt hier an Work und an diesem Idle, das wird sich hier nicht mehr bewegen. Und deswegen spawnen keine neuen Schafe mehr. Aber das Ganze ist doch auch schon mal einiges. Ja, okay, ich würde mal sagen, das war's eigentlich schon was mit diesem Tutorial. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Ich hoffe mal, ihr habt alles verstanden. Ansonsten gerne Fragen in die Kommentare schreiben. Ja, ich würde mal sagen, ich habe jetzt ein kleines Schafproblem. Vor allem, weil ich diesen Mob-Spawner jetzt wieder angedreht habe. Ich glaube, ich muss demnächst hier ausziehen. Aber das macht ja nichts. Okay, ich würde mal sagen... Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann morgen wieder oder so. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss.